Ich glaube, in unserer Zeit, wo so Ideologien wieder so hochkommen und so wichtig werden, also gerade dieser ganze Rechtsruck, ist es für mich besonders wichtig, diesen Film zu machen oder dabei zu sein, weil es eben um die eigene Haltung geht, um die eigene innere Stimme und um das sich wehren. Der Untertitel dieses Filmes heißt Never Look Away, also sieh niemals weg. Das den Wahnsinn sich anzuschauen und nicht sich zurückzuziehen und sagen, naja, wir werden es schon irgendwie überleben. Nein, wir sind mittendrin. Mich hat der Film auch sehr berührt. Aus ganz unterschiedlichen Gründen natürlich, weil es einmal historisch sehr berührende Ereignisse sind. Und dann natürlich auch in genau dieser Geschichte so, dass so fatal aufgedröselt wird, sag ich mal. Und vor allem die Musik berührt mich auch extrem. Also es schafft wirklich das so, an einigen Stellen, dass man so Gänsehaut bekommt. Es geht um ein Thema, was viele von uns kennen, nämlich ein Schwiegervater, der alles daran setzt, seinen Schwiegersohn zu zerstören, weil er irgendwie das Gefühl hat, dass dieser junge Künstler, den er für schwach und unwürdig achtet, seine Tochter zu heiraten, dass dieser junge Mann nicht irgendwie in sein Leben gehört. Ja, ich spiele die Geschichte nicht so richtig mit, sondern ich lasse mich da in die Rolle fallen. Der Film war auf jeden Fall ein bisschen Neuland für mich, weil ich glaube ich noch nie so einen großen Film gemacht habe. Ich habe mal in so amerikanischen Produktionen eine Nebenrolle gespielt, aber so einen Film dann tragen zu müssen, ist schon ein bisschen schwierig. Das sind halt die besten Schauspieler, die wir in Deutschland haben. Und für mich ist einer der größten Freuden an meinem Beruf, ist einfach als Erster diesen fantastischen Schauspielern zuschauen zu dürfen. Wie war das für Sie, mit Herrn von Donnersmarck zu drehen? Für mich war es ein großes Geschenk. Für mich war das ein unglaublicher Freiraum im Spiel, den er uns gegeben hat, weil er beschützt einen sehr und er bestärkt einen sehr, gibt einem sehr Mut und Vertrauen und man hat so alle Zeit der Welt auszuprobieren. Das passiert so selten. Ich finde, es ist so ganz gutes, altes, klassisches Erzählkino. Ja, es ist kein Hypernaturalismus, sondern es sind wirklich große, epische Bilder, eine große Erzählung.